Vatersein ist für ihn einfach eine Erfüllung. Für seine Jungs würde er alles tun. Bis zum 9. Juli 2014 ist Adnan Ali Al-Madanis Leben perfekt. An diesem Tag ändert sich alles schlagartig. Er wird Opfer eines grausamen Racheaktes. Das Material dieser Überwachungskamera ist wie aus einem Actionfilm. Es ist mitten im Sommer, kurz vor Feierabend. Adnan ist unterwegs. Plötzlich kommen zwei Männer auf einem Motorrad. Einer schüttet ihm Flüssigkeit ins Gesicht. Adnan glaubt vor Schmerzen wahnsinnig zu werden, erzählt er unserem Reporter. Ich habe sofort gewusst, dass es kein Wasser ist. Es war Säure. Sie hat sich in mein Gesicht gebrannt. Es hat so wehgetan. Ein paar Stunden lang ist Adnan ohnmächtig. Langsam frisst sich die Säure immer weiter in seine Haut. Ärzte sagen später, man hätte sein Gesicht mit Wasser abwaschen sollen. Sein markantes Gesicht völlig entstellt. Er fühlt sich wie ein Monster. Sogar vor seinen eigenen Kindern versteckt er sich. Monate später gibt es neue Hoffnung. Über Ärzte aus der Heimat lernt er einen deutschen Chirurgen kennen. Dr. Sinis hat schon anderen Säureopfern geholfen. Eine Hilfsorganisation zahlt Adnans Flug nach Berlin. Also schrecklich erstmal. Ne? Das heißt, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, dass man diesem Menschen möglichst schnell helfen muss, denn er braucht viele Operationen und die wichtigsten Operationen so schnell wie möglich. Zu diesem schrecklichen Racheakt ist es nur gekommen, weil Adnan als Wachmann regelmäßig Diebstähle gemeldet hat. Wie viele Täter das Attentat geplant haben, ist noch unklar. 6 wurden schon im Jemen gefasst. Es irgendwie erträglicher machen, das möchte der Berliner Chirurg. Mittlerweile hat er Adnan schon 5-mal operiert. Dieses Mal hat der Arzt einen Eingriff am Hals durchgeführt, damit Adnan ihn wieder bewegen kann. Er macht das alles ehrenamtlich. Unser Reporter ist dabei, als der Verband abgenommen wird. Nach der OP jetzt der große Augenblick. Monatelang hat Adnan nicht mehr in den Spiegel geschaut. Er hat sich nicht getraut, sein eigenes Gesicht zu sehen. Mit unserem Reporter spricht er ganz offen über den Moment vor der Kamera. Ich fühle mich jetzt schon viel besser. Ich hoffe, dass es meinen Kindern gut geht und ich bald wieder mit ihnen spielen kann. Darauf muss Adnan mindestens noch ein Jahr warten. Noch sind mehrere Operationen geplant. Seine Kinder leben in Taiz im Jemen, 7100 Kilometer entfernt. Adnan lebt bei einem Bekannten in einer kleinen Berliner Wohnung. Er skypt so oft wie möglich mit seinen Jungs. Es geht mir sehr gut, wenn ich mit den Kindern spreche. Es ist ein Stückchen Normalität, weil ich sehr wenig rausgehe. Besonders Mohammed, sein ältester Sohn, vermisst seinen Papa. Das Leben hat keinen Sinn ohne meinen Papa. Er ist alles in unserem Leben. Mohammed wünscht sich, dass sein Papa möglichst schnell nach Hause kommt. Seine 4 Kinder geben Adnan Mut. Er möchte wieder für sie da sein und besser aussehen. Schritt für Schritt zurück in ein normales Leben. Als nächstes hat Dr. Sinis dafür eine Ohrprothese geplant. Also, wir können sein Gesicht wieder so rekonstruieren, dass es gut aussieht, dass es eben kein Hingucker ist, wo er in der U-Bahn angeguckt und angegafft wird oder wo kleine Kinder mit dem Finger auf ihn zeigen. Das passiert schon jetzt immer seltener. Adnan traut sich mittlerweile wieder alleine auf die Straße. So wie früher wird er zwar nie wieder aussehen, aber jede Operation bedeutet einen weiteren Schritt in sein neues Leben. Er möchte endlich wieder ein ganz normaler Vater sein und für seine Kinder da sein. Dafür lohnt es sich zu kämpfen.